Und herzlich willkommen zurück zu Tales of Xea. Wir sind hier immer noch beim Labari-Kessel oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe mal links lang. Links lang ist bestimmt schön. Hier können wir eintreten. Tun wir mal. Ach, das ist gar keine. Ich dachte, hier gibt es so Tunnelbohrwege und so. Aber gut. Tofu-Miso-Suppe. Ja, 60% mehr Geld. So, könnte eigentlich auch nicht so schlecht sein, wenn ich mir so mein Geld angucke. Ah, der will kämpfen. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Dreh dich um. Da hinten gibt es nur eine Truhe. Gut, dann mal rechts lang. Links lang war erstmal ein guter Weg. Na gut, kämpfen müssen wir. Der haut nicht ab. Alvin und Elise sind immer noch verschwunden. Aua. Roan ist weg. Roan wird wiederbelebt. Nein, ich wollte so. Ich stecke hier gerade mächtig in der Klemme. Nein, ich komme hier zu keinem Angriff. So, das wollte ich eigentlich machen. Nein, jetzt bin ich tot. Also Mila ist tot. Okay, das könnte sich als beschissen ergeben. Ich heile mal Leia. In der Hoffnung, dass die mich wiederbelebt. Okay, das wird nichts. Nehmen wir einen Trank des Lebens. Da bleibt wohl jetzt gerade nichts anderes mehr übrig. Wow, die Gegner sind echt zu stark. Okay. Das ist ein ziemlich schlechter Start in den Part, wenn ich das mal so anmerken darf. Und hier so eingekesselt zu sein, finde ich jetzt auch nicht gut. Lass mich doch in Ruhe. Ich werde den Kampf trotzdem noch gewinnen. Niemals gebe ich auf. Wow. Ich muss mich jetzt nur erstmal irgendwie zum Heilen kommen. Und dann muss ich noch irgendwie ein paar wiederbeleben. Zumindest leer, damit die in der Hoffnung den Rest wiederbeleben kann. So, jetzt kann ich abhauen. Nein, in die falsche Richtung. Der Plan war super, die Umsetzung war nur kacke. Entschuldigung, dass ich gerade so schweige. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Ich glaub's nicht. Nee, das schaffe ich nicht lebend. Das wird eine pure Verschwendung von... Warum belebt die denn nur wieder? So, ja, aber jetzt kann wenigstens Rowan erstmal mich, also Mila, heilen. Wenn die geheilt ist, kann ich weiter rumlaufen. Wie sollte das auch anders sein? Nein. Ich sag ja, den Kampf gewinne ich noch. Oh, der war echt schlecht. Der war mega schlecht, der Kampf. Kann ich vielleicht Layers Wiederbelebungsart benutzen? Nö, kann ich natürlich nicht. Gut, dann benutzen wir halt unsere paar Tränke des Lebens. Und ein paar Apfelgummi, was soll's. Also einen schlechteren Start in dem Part hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber was soll's. Kann also nur noch besser werden.
Riesenmuschel. Ich hoffe, wir bekommen hier nochmal einen Shop, bevor wir hier irgendwie so einen Endgegner oder sowas in der Art besiegen müssen. Ich muss mal kurz was gucken, ich hab vergessen. Ja, Mila kann ich da ein bisschen laufen lassen. Okay, steht fest. Nach dem Part werde ich offscreen die Leute erstmal noch ein Stück auf den Feld laufen lassen. Was ist jetzt hier los? Ich dachte, hier wäre auch nur wieder eine Kiste. Ein paar Perlen haben wir bekommen. Da müssen wir wohl kämpfen. Ach, warum drehen die sich immer um? Ich wollte eigentlich einen Vorteil haben. Aber drei Stück sollten jetzt eigentlich machbar sein. Ich bin ja mit Drew kombiniert. Ich wollte eigentlich mit Rowan kombiniert sein. Super, weil durch die Zauberheilung da. Stimmt, ich habe Lightning. Ich habe diesen Feuerball gar nicht mehr auf den ersten, auf Kreis drücken. Ja, ich muss mich erst wieder so reinfummeln. Durch die Krankheit und etc. kam ich halt lange nicht zum Aufnehmen. Also wie gesagt, generell komme ich kaum zum Tales of Sylvia aufnehmen. Deswegen bitte ich dahingegen erstmal um Verzeihung. Oh nein, lass mich in Ruhe. Ich schätze mal, da hinten ist wieder ein Item. Das möchte ich natürlich haben. Das heißt, dass ich da auch lang gehen werde. Wie ich auch immer das gemacht habe, es war nicht schlecht. Ich möchte erstmal den da. Eigentlich wollte ich das gleich in Kombination machen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Ja, leider. Tut mir leid, Jude. So, jetzt hat Mila gleich noch einen Wegpunkt zum Freischalten. Wird ja mal besser. Was ist das? Nichts. Eine Kiste. Steinwehr. Bis jetzt waren hier aber nicht wirklich viele Gegner, bei denen ich Versteinerung vermeiden muss. Von daher, was soll's. Oh, da glitzert was. Riesenmuschel. Ich laufe hier praktisch wie auf dem Präsentierteller über diese Brücke hinweg. Was soll's. Kann ich da runterspringen? Nee. Nee, 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 nee. Was glitzern das? Riesenmuschel, noch mehr. Da ist eine Kiste, da ist ein Gegner. Lass mich in Ruhe. Du Nappe. Ach, voll ausgetrickst. Ja. Ist zwar nicht gerade der Gegner, den ich angreife. Ah, den ich anvisiert habe. Aber wow, und die Heilung hat, glaube ich, Mila und Rowan gar nicht erreicht. Da lebt ja noch einer. Interessant. Sie sind so synchron. So, hier haben wir natürlich jetzt eine weitere Kiste. Kampfpanzer. Ausrüstung. Nee, du nicht. Kampfpanzer kann schon mal Jude. Jude wird besser und vielleicht kann ich dadurch... Tatsächlich, das ist doch wunderbar. Da drüben sind Gegner. Aber das wird mir jetzt gerade so nicht auf der Karte angezeigt. Naja, gehen wir erstmal durch diese Tür hier und dann werden wir weitersehen.
Nichts. Doch, da. Spitze Krallen. Ich habe Angst, dass mich ein Gegner überrascht. Oh, das war ein Beutel. Wieder diese Buzzard-Krallen. Hm. Ich wette, jetzt komme ich direkt bei den Gegner raus, den ich gerade gesehen habe. Verdammt, ich habe gehofft, ich kann den wieder so angreifen. Sind das Maschinen? Okay, das geht nach hinten los. Wenn ich die weiter so warten lasse, dann... Ich gebe jetzt Mila erstmal einen Trank des Lebens. Und dann mische ich diesen blöden Typen hier erstmal. Nachdem ich das gemacht habe, soll Jude ein Mischgummi auf Leia schmeißen. So, und jetzt kümmere ich mich um euch. So. Klappt doch jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann machen wir jetzt noch eine Kombinationsattacke. Vielleicht kriegen wir, werden wir dann gleich beide los. Ja, das war knapp, gebe ich ja zu. Und Roan hat ein Level Up. Das kommt mir alles sehr gelegen, weil... Dann kann ich, umso besser kann ich dann... die Level Ups verteilen. Offscreen. Mehr ist hier nicht. Hier, oder? Hier runterspringen kann ich nicht. Irgendwie muss es hier doch weitergehen. Wollte schon sagen. Da hinten gibt es dann wieder mehrere Wege. Könnte ich hier auch wieder hoch? Ja, könnte ich. Vielleicht gehe ich erst mal hier drin gucken. Da geht es nach hinten durch, aber kein Ausgang. Hahaha. Und wieder ein Hinterhalt. Ich hasse diesen Gegner da, diesen Techniker. Jetzt bin ich tot. Ah! So, machen wir so eine gemeine Kombination. Ja, einer ist wenigstens draufgegangen dabei. Ich hatte gehofft, das war eine freundliche Attacke. Boah. Ich sag ja, sobald dieser komische Typ da Geschichte ist, mit dem Feuerschwein, dann wird das alles ganz leicht. Nur der zieht so mega viel ab. Gut, noch ein paar Level, immer mehr Level. Dann sind die auch gleich voll geheilt. Das ist noch besser. Wenn die voll geheilt sind, dann können die nämlich... wenn die ja alle HP und so geheilt. So, jetzt haben wir aber nur Schmankel oder so bekommen. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass sie am Ende des Weges noch ein Shop ist. Was? Da war doch noch ein anderes Vieh. Ah, das ist weg. Na gut, dann komm her. Drei Stück. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt.
Das war jetzt suboptimal. Und auch noch Gift. So, das wollte ich. Jetzt dann möglichst beide erwischen. Wunderbar. Rowan hat Gift. Rowan hat Gift. Habe ich dagegen was? Ein Heilmitteltrank. 15 Stück. Nicht Rowan Layer war das, ich Idiot. Gut, an dieser Stelle beende ich aber den Part. Dann verteile ich ein paar Waypoints und gucke und hoffe und bete und wünsche mir, dass die dann im nächsten Part alle leicht werden. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part wieder vorbeischaut bei Tales of Celia. Bis dahin.